Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4 und wir spielen weiterhin im Einzelspielermodus die Kampagne und die Kampagne der Normannen haben ja diese ganzen Teile jetzt hier schon hinter uns gebracht, verschiedene Schlachten und sind jetzt bei der Belagerung von Wellingford. Der Sieg über König Stefan bei Lincoln verschaffte Mathilda die Oberhand im Kampf um die englische Krone. Doch in den Jahren darauf wandten sich Mathildas Unterstützer von ihr ab und sie war zum Rückzug gezwungen, um ihrer Gefangennahme zu entgehen. Als die königliche Armee Mathildas Besitztümer in England angriff, fiel es Mathildas Sohn Heinrich zu, ihr Anrecht auf den Thron zu verteidigen. Also wir erinnern uns, eine Belagerung hatten wir gerade schon mal. So, Mathildas und Stefans Streit um die Krone sollte sich in Wellingford entscheiden. Wenn es Mathildas Heer gelingen könnte, die Burg zu halten, würden sie ihren Anspruch auf den Thron durchsetzen können. So, wir befinden uns im Jahr 1153. Es wird geladen. Ja, und Einheiten auf Mauern erhöhen die Sicht- und Angriffsreichweite. Das ist schon mal gut, also stellen wir doch da am besten viele, viele Bogenschützen hin. Insofern wir viele Bogenschützen haben. Hinter den starken Steinmauern der Burg von Wallingford trotzten Mathildas Männer einer brutalen Belagerung durch die König Stefan ergebenen Truppen. König Stefans Armee hatte einen befestigten Ring um die Burg errichtet, in dessen Innern Mathildas Männer festsaßen. Jedoch war bereits Verstärkung von Mathildas Sohn Heinrich auf dem Weg. Bis diese eintraf, musste Mathilda die Mauern halten. Also, wir sind um einen Ring herum. So, können wir hier noch irgendwas machen? Truppenstellung. So, die nehmen wir. Was haben wir? Haben wir Gold? Haben wir sonst irgendwas? Nahrung? Ja, haben wir tatsächlich. Jetzt muss ich mich mal hier umblicken. Können wir hier irgendetwas produzieren? Da steht einer rum. Mit Y sollen wir das reparieren können. Das machen wir auch. Und dann werden wir hoffentlich in der Lage sein, hier ein bisschen noch was zu produzieren. Dazu brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen. So, sorry, jetzt muss ich mich gerade mal räuspern. Bergfried können entwickelt werden, das ist gut. Ach, guck mal, hier kann man auch leicht... Was? Okay. So, dann hätte ich ganz gerne noch einen Mangel. Das ist ganz gut. Ah, und hier haben wir auch die Bogenschützen. Davon brauchen wir noch ein paar mehr. Ja, Armbrustschützen sind vielleicht auch nicht so gut. Panzer, ist auch ganz gut. So, und da haben wir noch einen, der uns hier in jedem Fall noch ein Feld hinstellen wird. Ja, können wir noch irgendwo... Ja, hier vorne können wir auf jeden Fall noch einen... In der Hoffnung, Wallingford einnehmen zu können, bliesen König Stephans Belagerungstruppen zum erneuten Angriff auf die Burg. So, dann packen wir da noch ein paar hin. So, und jetzt geht es darum, dass wir hier den kleinen Ausfall machen. Öffne das Tor. Open the gate. Okay, hier geht wieder rein. Tor geht zu. Haben wir sonst noch irgendwo einen weiteren, der hier ankommt? Nee. Ja, genau. Du sammelst da mal so ein bisschen. Ihr geht alle hier mit drauf. Das ist doch sehr gut. Y reparieren. Da haben wir noch ein paar von den Bogenschützen. Die können auch hier oben drauf. Ich würde sagen, die schicken wir mal hier hin. Unsere Bogenschützen.
Haben wir hier noch einen Langbogenschützen, der kann auch schon mal hier oben drauf. Ah, da kommt die nächste. So, zwei. Ja, das sieht soweit gut aus. So, zwei kommt wieder rein. So, hier hinten haben wir genügend Leute, die auf die Jagd gehen können. Vielleicht auch noch einen, der jetzt hier eine weitere in der Hoffnung, Mühle hinbaut. Die mächtigen Steinwälle Wallingfords zu durchbrechen, versuchten König Stephans Truppen einen erneuten Angriff. Oh, das ist nicht so gut. So, und da haben wir das Ding. Und hier hätte ich jetzt natürlich auch gerne noch zwei Roten. Gut, also eine richtige Chance haben sie derzeit noch nicht, was sehr erfreulich ist. So, einzeln, wir werden hier jetzt ein paar von den Dingern hinbauen. So, da kommen die nächsten. Eins geht darüber, zwei geht dahin. Mathildas Streiter hielten dem Ansturm stand und schlugen die feindlichen Soldaten zurück. So, da hätten wir jetzt auch noch ein paar. Da geht's hin. So, wo erwarten wir denn jetzt noch welche? So, zwei kommt wieder rein. Die Getreuen Mathildas schlugen den Ansturm zurück und hielten die Burg. So, was haben wir hier? Noch ein paar Speerträger, die brauchen wir auch. Haben wir noch Pferde? Ja, Pferde haben wir auch noch. Sehr gut. Können wir hier auch noch was erforschen. Da fehlt uns ein bisschen Gold. Okay, und jetzt fehlt uns ein bisschen Nahrung. Verstärkung trifft bald ein. Achso, jetzt sollen wir die Außenposten vernichten. Ja, das machen wir. Dann nehmen wir doch am besten hier die zwei. Dann nehmen wir hier die... Was machen wir jetzt? So. Bier. Ihr kommt dahin, ihr geht hier hin. So, die Spier kann ihr direkt mal losziehen. So, dann haben wir hier unsere Bogenschützen. Haben wir sonst noch wen? Stärkung trifft bald ein. Da haben wir noch zwei Pferde, die kommen damit hin. Dann haben wir die Jungs hier, die kommen damit hin. Hier hätten wir noch eine Mange. Und das Ding. So, alles in allem sollte das hier kein Problem darstellen. Die Jungs greifen da an. Schön, wie die hier die Armbrüste kurbeln. So, der letzte da ist tot, das ist schon mal gut. So, und jetzt gehen wir einzeln. Ach nee, da kommt noch einer. Die holen wir uns. So.
So, die 1 kann da schon mal hin. Du gehst da drauf. So, dann produzieren wir hier nochmal ein paar von den Reitern. Die kommen mit dazu. Oh, die sind gar nicht mal so unschwach, die Typen. Bei Mathildas Kämpfern traf die Nachricht ein, dass Heinrichs Truppen sich Wallingford näherten. Sehr gut. Schon bald würden die vereinten Kräfte der beiden Armeen das Blatt zu ihren Gunsten wenden. So, hier hätten wir noch eine zweite davon. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch einiges bauen. Hier noch ein bisschen was. So, und dann können wir gleich loslegen. So hoffe ich zumindest. Was steht ihr hier eigentlich immer rum und macht nichts? Hat ihr euch produziert, ne? Ja. Hätten wir hier vielleicht irgendwo noch ein bisschen Gold? Nein, haben wir nicht. Da haben wir noch ein bisschen was. Und hier haben wir noch ein bisschen was. So, wie sieht's aus? Es wird langsam. So, und jetzt schicken wir die gleich dahin, wo wir sie haben wollen. So. Also, Heinrichs Streitkräfte sind da. Verstärkung vor Wallingford. Unter Mathildas Banner vereint, waren die zwei Armeen bereit, Stephans Truppen entgegenzutreten. Ja, wo sind jetzt die anderen? Da drüben. Das machen wir so, genau. Machen wir mal alle zu 5. So, die dürfen jetzt keine lange Möglichkeit haben, irgendwas dergleichen. Ach, das ist aber eine Scheiße hier. So, da kommen wieder welche. Da fallen unsere Pferde ganz schön schnell. Gut, ziehen wir mal zurück. Da hätte ich ganz gerne noch was. So, jetzt können wir hier noch alles Schönes machen. So, also die kommen jetzt alle zurück. Kümmern wir uns mal hier um die Fünfer. Jetzt können wir uns schön vereinen. Die können jetzt von hinten ankommen. Und dann wird jetzt nacheinander hier erstmal alles weggebombt. Also das sollte jetzt keine große Herausforderung mehr darstellen. Ihr geht hier oben drauf. Ihr auch. So. Ach, Bevölkerungslimit erreicht. Das ist schlecht. So, wo sind unsere ganzen Menschen hier? Heinrichs und Mathildas Streitkräfte griffen die Belagerungsarmee an und schwächten die feindliche Kontrolle über Wallingfords Umland.
So, also da gibt's hier einmal 100 Dollar dazu. Das funktioniert soweit ganz gut. Auf geht's. So, da könnte jetzt also nicht mehr so viel kommen. Dann gehen wir hier mal rüber. Die feindlichen Linien gerieten ins Wanken, als Mathildas Truppen die Belagerungsarmee zurückdrängten und einen weiteren Teil der Blockade aufhoben. Oh, alle rauf. So, einer nach dem anderen hier. So, hier kommt er auch mit. Ja, da kommen doch auf einmal mehr von den Biestern, als du so denkst. So, also muss ich doch wieder hier am Ball bleiben. Jetzt werden die Dinger hier abgerissen. Das Ding da noch. Ihr könnt alle wieder hier oben drauf. Und jetzt können wir meiner Meinung nach auch weiter ein paar von den Dingern hier bauen. Und dann passt das eigentlich ganz gut. So, weiter geht's. Wichtig, weiter produzieren. Können wir noch ein bisschen Panzerung reinbuttern. So, da können wir den zum Beispiel schon mal hinschicken. Machen unsere Fünfer. Hängen hier rum. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir noch eine große Armee für irgendetwas. Da die übrig bleiben. So, komm, und jetzt den letzten. Und rein da. Ja, wir hätten hier auch noch eine ganze Menge. Alle rein. Ja, diese Pikaniere, die sind halt echt fies. So, da haben wir noch ein paar von denen. So, und los geht's. So, getrennt marschieren, gemeinsam schlagen. Das läuft auch schon ganz gut. Mathildas Kämpfer überwältigten den Feind und sicherten die Umgebung der Burg. Bezwinge die finale Angriffswelle. Das machen wir, nachdem ich hier das Gold noch eingesammelt habe. So, jetzt holen wir uns erstmal noch ein paar von den Jungs hier wieder zurück. Wie sieht's hier aus? Was können wir hier noch machen? Ritter. Können wir vielleicht ein paar bauen noch. Ein paar Ritter hätte ich ganz gerne. Wo kommt sie denn, die finale Angriffs...
Serie bzw. Welle. Wir sind bei 200, heißt hier können wir jetzt ein bisschen weiter Holz sammeln. Ah, da kommt sie. Machen wir das mal zu 6. Kommen noch mehr von den Jungs? Oder ist das alles? So, Langbogenschützen. Dann haben wir hier ein paar Pikeniere. Achso, geht schon los. Aber das kann jetzt nicht alles sein, oder? Da muss doch noch was kommen. Ah, es sieht schon geil aus, wenn hier das Tor hochgezogen wird. Gibt's hier eigentlich Friendly Fire? Nö, ne? Also, der Sieg ist unser. Und Heinrich hatten zusammen König Stephans Belagerung der strategisch wichtigen Burg von Wallingford zerschlagen. Nach über 10 Jahren des Konflikts beanspruchte Matilda noch immer den Thron. Ja. Also, Sieg. Der Sieg ist unser. So, also die Belagerung, das dürften wir auch schon wieder gesehen haben. Gucken wir hier mal rein. Das Angevinische Reich. Als König Stephan starb, stieg Mathildas Sohn Heinrich den englischen Thron. Er wurde zum ersten König, der über das Angevinische Reich herrschte, wie man es heute nennt. Heinrich war ein aktiver und ehrgeiziger Herrscher und entschloss, das Herz seines Reiches zu schützen und zu erweitern, reiste persönlich durch seine Länder, schloss Verträge, schlug Aufstände nieder und annektierte neue Gebiete. Heinrich handelte so schnell und mit solcher Kühnheit, dass der König von Frankreich meinte, er scheine zu fliegen, statt zu Pferde und Schiff zu reisen. Doch genau wie Heinrich sollte es auch den angevinischen Königen schwerfallen, ihre Macht zu wahren. Nach nur 2 weiteren Generationen würde ihr Reich zerfallen und England erneut in den Krieg stürzen. Tja, dieses Inselvölkchen. Ja, und das hier, das haben wir schon gesehen. Das müssen wir uns nicht nochmal angucken. Ja, und damit endet diese Episode mit der Belagerung von Wallingford. Und ja, wir gucken mal die Normannen. So viel ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, was noch kommt. Aber wir schauen mal, was kommt und wie es weitergeht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne nach oben eure Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, drückt auch gerne auf den Knopf. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.